Hallo Freunde, weiter geht's mit Gothic 2, die Nacht des Raben. In der letzten Folge haben wir den Sumpfdrachen besiegt. In dieser Folge müssen wir zurück zu der Burg. Da bekommen wir wahrscheinlich mehr Informationen zum nächsten Drachen. Vier Drachen sollen es sein. Einer ist besiegt worden, aber wir haben was vergessen. Und zwar müssen wir nochmal zurück zu dem letzten Drachen, beziehungsweise zu der Leiche des letzten Drachen, denn der ist ja leider nun mal schon gestorben. Aber da müsste noch irgendwo eine Kiste oder sowas rumstehen. Das heißt, ich drehe mich hier nochmal um und wir rennen nochmal zurück, denn da vorne muss irgendwo was sein. So, wir kommen also wieder in das Sumpfgebiet. Es wird auch schon wieder dunkel so langsam. Ich glaube aber, da sind auch noch Echsenmenschen. Das heißt, auch noch ein paar Erfahrungspunkte für uns. Hier, los geht's. Haha, die hauen aber gut zu. Nein, meine Maus hängt schon wieder. Das ist unglaublich. Das war aber wirklich knapp, Leute. Ich habe schon gedacht, jetzt, das war's wieder. Die Maus hängt in der letzten Zeit sehr, sehr oft. Ich habe im Januar eine Woche Urlaub. Und ich werde die Zeit nutzen, nicht nur um aufzunehmen, sondern ich werde mir wieder Windows 7 installieren. Im Prinzip, ich bin niemand, der Windows 8 hasst, auf gar keinen Fall. Es gefällt mir eigentlich ganz gut, aber aufgrund der Tatsache, dass Flaps nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte, Gothic auch nicht so richtig läuft, nichts zu holen, werde ich diesen Schritt gehen, werde mir wieder Windows 7 besorgen und dann läuft alles wieder wie am Schnürchen. Dann kannst du auch endlich mit Blade Runner wieder weitergehen. Die meisten meiner Zuschauer wissen wahrscheinlich nicht mal, dass ich Blade Runner jemals angefangen habe. Aber das habe ich angefangen und das ging dann nicht mehr aufzunehmen, weil Fraps nicht mehr gelaufen ist. Weil Fraps nicht wirklich mit Windows 8 zurechtkommt. So, ich weiß jetzt gar nicht, wo wir hinkommen. Wir müssen eigentlich diesen Weg hier nicht gehen. So, da sind wir auf jeden Fall nicht durchgelaufen in der letzten Folge. Toter Drachenjäger, okay. Ja, der hat es schon mal versucht, der hat es hinter sich. Nichts zu holen. Nichts zu holen. So, wenn wir jetzt hier weitergehen, kommen wir hoffentlich zu dem Gebiet, wo der Drachen war. Jetzt müssen wir erstmal hier durch den Sumpf warten. Mal gucken, ob da vorne noch was ist. Irgendwas ist doch da hier. Was ist denn das hier? Ein Amulett. Was ist denn das hier? Ich kann es gar nicht erkennen, es ist zu dunkel. Ich hoffe, ihr könnt noch was sehen. Es wird hier schon ganz schön dunkel im Sumpf. Und irgendwo da hinten muss auf jeden Fall noch eine Schatzkiste sein. Die werde ich mir natürlich noch gönnen, das ist doch klar. Ich meine nicht, dass da wahrscheinlich was Lebenswichtiges drin wäre, aber generell will ich das natürlich schon mitnehmen. So, da vorne war der Drache. Den haben wir umgehauen, dann sind wir ratzfatz wieder zurückgerannt, ohne uns den Schatz zu holen. Da leuchtet er schon. Da siehst du mal, wie ich gerade drauf achte. Nämlich überhaupt gar nicht. Man musste mich erst in den Kommentaren darauf hinweisen, dass ich doch bitte den Schatz holen soll. Aber das ist das Schöne am Let's Playen. Wisst ihr, da spiele ich halt und hier grün baust wieder Scheiße. Hol dir den Schatz. Okay, so hat er es jetzt nicht ausgedrückt, aber letztendlich kommt es ja darauf, läuft es ja hinaus. Da sind auf jeden Fall noch einige Münzen hier. Also diese ganzen Lederbeutel, da sind ja Münzen drin. Aber hier, da ist da noch so ein großer Haufen. Ich will noch mehr haben. Es kann doch nicht sein, dass das schon alles sein soll. Leute, ich will mehr. Ich will viel mehr. Nicht, dass es mir so geht wie bei Ultima Ascension. Dass dann das Maximum an Geld erreicht ist. Mehr kann ich nicht tragen. Ich glaube, das gibt es hier bei Gothic nicht. Mehr gibt es aber generell hier nicht. Wir haben alles. So. Wir können mal kurz einen letzten Blick hier reinwagen. Aber da gibt es nichts mehr. Wir haben alles. Okay, eine ganze Menge Münzen. Ja, hier war der Drache. Wie heißt er? Er hat so einen wunderschönen Namen. Pandrodor. Ja, gut. Das heißt, wir gehen wieder zurück. Wir können jetzt natürlich zurück zur Burg porten. Werde ich auch gleich tun. Ich will nochmal ganz kurz zu den Drachenjägern gehen. Nochmal mit denen reden. Der eine kam ja gerade angelaufen, als wir hier die Folge gestartet haben. Vielleicht weiß der auch noch irgendwas Interessantes. Und diese Dinge erinnern mich immer hier, diese Lianen, die da runterhängen, die erinnern mich immer so ein bisschen an Half-Life. Habe ich immer Angst, dass die mich dann hochziehen. Ja, einmal Half-Life gespielt, für dein Leben geprägt, verstehst du? Das ist halt so. Aber hier können wir einfach durchmarschieren, da passiert gar nichts. So. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich immer weniger sehe. Es wird Nacht, das Sumpfgebiet kommt noch dazu.
und die Sichtweite wird schlecht. Aber gut, wir sind ja gleich wieder in der Burg, da können wir uns ins Bett hauen. Jetzt noch ein letztes Gespräch mit denen. Nicht, dass ich da was verpasse. So, da vorne sind sie. Roger, ich glaube, mit dem haben wir schon gesprochen. Was ist los mit dir? Ah, diese Stiefel, diese verdammten Stiefel. Und was machst du jetzt? Du kannst Fragen stellen. Ich kaufe mir erstmal neue Stiefel, Mann. Jo, mach mal. Cypher. Der Sumpfdrache ist tot. Was passiert jetzt mit dir? Keine Ahnung. Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Immerhin könntest du jetzt als Held nach Korinnis zurückkehren. Ich vermute, daraus lässt sich Kapital schlagen. Denk mal darüber nach. Ja, da habe ich schon drüber nachgedacht. Ein Drache ist gut, vier sind natürlich besser. Das heißt, wenn man daraus Kapital schlagen kann, dann wahrscheinlich bei allen vier Drachen viermal so viel. Naja, gut. Eigentlich will ich ja nur dieses Spiel hier zu einem glücklichen Ausgang verhelfen. Und deswegen, Kapital interessiert mich hier eigentlich eher wenig. Gut, wir nehmen die Rune. Ich muss gerade mal auf die Nummer schauen, welche Rune zur Burg führt. Zum Kloster. Da vorne. Xaras, Hafenstadt, passend im Minental zur Burg. Nummer 4. Auf geht's. So, und damit sind wir wieder zurück. Und die Maus hängt schon wieder. Aber wir haben ja den Trick mit dem Inventar. Da können wir sie immer wieder loslassen, wenn die Maus hängt. So, wir können uns mal überlegen. Gehen wir jetzt zuerst schlafen oder gehen wir zuerst zu Garond? Zum Kommandanten Garond. Komm, wir gehen mal schlafen jetzt erstmal hier. In aller Ruhe. Genauso wie du sagst. Bevor wir jetzt hier irgendjemanden anreden. Warum hört eigentlich keiner auf? Es war ein harter Tag. Ein Drache gibt es weniger. Ich muss mal gerade suchen, warte mal. Meine Maus hängt hier auch. Also jetzt mal nicht im softwaretechnischen Sinne, sondern irgendwie am Kabel. Ich habe hier diese, wie heißt das Teil? Logitech G700. Da kann man das Kabel abziehen. Und dann funktioniert es genauso weiter. Das habe ich jetzt eben gerade mal gemacht. So. Jetzt gehen wir da einfach mal schlafen. Aber irgendwie ist die Burg hier so ein bisschen buggy. Aber das stört mich jetzt erstmal nicht. Schlafen, bis zum nächsten Morgen. Du hast geschlafen und bist ausgeruht. So muss das sein. Das denke ich mir jeden Morgen. Ja, hier schon wieder Auric. Warte mal. Ich brauche mehr Informationen über die Drachen. Einen von ihnen habe ich schon getötet. Kannst du mir sagen, wo ich die anderen finde? Es gibt da eine Felsenfestung im Süden, noch weit hinter dem Vulkan. Ich glaube, der ist in der Wand. Die Schreier haben berichtet, dass die Festung schwer bewacht ist. Vielleicht verbirgt sich dort einer von ihnen. Keine Ahnung, wo der steckt. Ich habe keine Ahnung, der war auch total leise. Der ist wahrscheinlich in einer anderen Dimension oder so. Alles klar. So viel zum Thema Multiversen, ne? Es kann ja sein, dass es nicht das einzige Universum ist, wo wir leben. Es gibt ja mehrere Vermutungen, die darauf schließen lassen, dass es ganz viele Universen gibt. Möglicherweise befindet sich dieser liebe Auric. Hat er vielleicht was rausgefunden, was wir noch nicht wissen und lebt in einer anderen Dimension? Wer weiß das schon? Okay, ich fange schon wieder an, Scheiße zu labern. Ich gehe jetzt mal zurück zum Kommandanten. So, mein Freund. Mission Success. Ich habe Neuigkeiten über die Drachen. Berichte. Ich habe den Drachen im Sumpf östlich von hier getötet. Das sind gute Neuigkeiten. Hier, ich gebe dir etwas Geld für deine Ausrüstung. Hat es inzwischen wieder Angriffe der Drachen gegeben? Zum Glück nicht. Im Moment halten sie sich zurück. Das will doch keiner wissen. Hat es inzwischen wieder Angriffe der Drachen gegeben? Zum Glück nicht. Im Moment halten sie sich zurück. Das wird sich nie ändern. Hat es inzwischen wieder... Ja, ist ja gut. Warum erfahre ich das jetzt? Oh Mann. Also, es wird Zeit, ohne Scheiße, dass ich mir Windows 7 installiere. Der hat eben schon wieder gehangen. Mittlerweile hängt er nicht nur in den Campen, sondern auch in den Gesprächen. Das heißt, immer wenn ich hier ein Gespräch starte, oder oft wenn ich ein Gespräch starte, dann tut er so, als würde ich per Dauerfeuer mit der Maus klicken und nimmt sofort die nächste Option.
ohne dass ich was gedrückt habe. Naja, es wird immer besser, aber Anfang Januar ist ja bald, von daher, dann hausch mir Windows 7 auf die Platte, da ist Oryk. So steht es in den Heiligen. Okay, wir haben jetzt von oben mit Oryk gesprochen, aha. Also doch keine andere Dimension. Ist irgendwas Wichtiges passiert? Ich mache mir Sorgen. Große Sorgen. Weswegen? Vor kurzem sind hier diese Männer aufgetaucht. Ach, das kennen wir doch schon. Für mich sind das alles nur, wenn es nach... Das kennen wir doch schon. Du solltest ihnen eine Chance geben. Die bekommen sie ja. Leider. Garond ist überzeugt davon, dass sie uns eine Hilfe sein können. Aber ich werde sie im Auge behalten. Wir haben... Ja. So. Dass sie eine Hilfe sein können, das haben wir ja in der letzten Folge gesehen. Denn schließlich haben sie uns geholfen. Ich meine, okay, den Drachen habe ich letztendlich alleine besiegt, aber sie gaben stets ihr Bestes. Oder wie man so schön sagt, sie waren stets bemüht. Gut, wir haben weitere Informationen über den nächsten Drachen bekommen. Ich will mal gerade schauen, ob wir noch ein bisschen was kaufen können. Ich glaube, nee, der hier nicht. Aber da vorne gibt es hier noch irgendwo einen Händler. Ich hoffe, der hat vielleicht so ein bisschen was zu kaufen für uns. Ich brauche immer Heiltränke. Tandor, bist du der Verkäufer? Ja, ne? Zeig mir deine Ware. So, der hat natürlich keine Heiltränke mehr. Das war ja klar. Die haben ihm alle schon abgekauft. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich Müsli futtern demnächst. Betty. Ich guck noch mal gerade, ob ich hier was verkaufen kann. Die Folteraxt. Was haben wir hier? Ein Echsenschwert. Ne, das brauchen wir nicht. Das können wir auch verscheuern. Warte mal, habe ich dem jetzt hier meine Axt verkauft? Spitzhacke? Nee, wir haben noch eine. So, eine magische Armbrust. Die verkaufe ich. Pfeile behalte ich mal. Nee, die Pfeile kann ich auch verkaufen, denn wenn wir was benutzen, dann benutzen wir die Armbrust. So. Magische Bolzen und normale Bolzen. Hier ist noch ein Heiltrank. So, warte mal. Bevor wir jetzt die Burg wieder verlassen, will ich nochmal nach den Münzen schauen, die ich da jetzt eben gerade bei dem Schatz gesammelt habe. Das ist, glaube ich, hier immer ganz unten. Da, Apfeltabak? Nee. Falsch. Falscher Lederbeutel. Ein Lederbeutel gefüllt mit Goldmünzen. 100. 100. 25. Noch zweimal 25. Und da haben wir auch nochmal 5 von. Immerhin, 50 Gold jeweils. Da rollt der Rubel. So müsste es mal in Wirklichkeit funktionieren. So. Gut, Freunde. Wir können nochmal eins machen. Wir können mal schauen, ob ich hier irgendwo... Die Drachenjagd, ob da irgendwo was steht. Die Spieler der Paladine haben Oryk berichtet, dass die Felsenfestung im Süden hinter dem Vulkan schwer bewacht sei. Oryk vermutet dort einen Drachen. Die Felsenfestung im Süden hinter dem Vulkan. Okay, es wird Zeit für die Karte, glaube ich. So, die Felsenfestung im Süden hinter dem Vulkan. Super, ich weiß weder, wo die Felsenfestung ist, noch wo der Vulkan ist. Auf jeden Fall aber im Süden, ganz im Süden. Okay, das heißt, wir müssen jetzt um die Burg rum. Und da unten, wo der Turm ist, da könnte was sein. Ich überlege gerade, wie wir am besten hinkommen. Aber hier geht es ja immer rund. So. An dieser Stelle werden wir mal direkt speichern. Wir können natürlich auch unser Portal zum Pass benutzen, aber das bringt mir jetzt auch nichts. Ich glaube, wir laufen jetzt hier schön durch. 288. So, gut. Dann auf geht's. Da vorne stehen auch schon direkt die Orks. Können mal gerade schauen. Ein Ork, aber ich glaube, das sind noch mehr Orks. Die sehen wir jetzt nur nicht. Da haben wir keine Chance. Ich renne jetzt einfach mal hier durch. Vielleicht schaffen wir es. Da kommen sie auch schon an. Ich bräuchte hier mal so ein bisschen einen Speedbooster. So, und das sind auch die nächsten.
Man muss hier immer so ein bisschen rechts-links schlängeln. Und dann hat man gute Chancen, dass man nicht erwischt wird. Ja, und da wird man doch erwischt. Ja, ja, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe hier. Säcke. Mann, oh Mann, lass mich doch mal in Ruhe. Da schießt auch jemand. Ach, da der Schamane, verdammt nochmal. Hier geht's echt rund. Leck mich doch am Hintern, ey. Was geht denn hier ab? Die Hälfte unserer Energie ist schon am Arsch. So, jetzt mal hier außen hin. Vielleicht haben wir jetzt gleich wieder ein bisschen Ruhe. Ich will einfach nur hinter diese Burg kommen. Ich glaube, wir sind fast richtig. Ich drehe mich mal gerade um. Da stehen die Orks und gucken noch. So, jetzt bleibe ich hier gleich stehen. Da ist auch schon wieder lauter. Da sind auch schon wieder laute Orks. Die da hinten haben wir abgehängt. Aber die hier vorne. Warte mal, ich will mal gerade auf die Karte schauen. Ja, wir sind schon hier. Aber ich glaube, ich muss den Felsen weiter folgen, um dann irgendwie hinter diesen Felsen zu kommen. Wir probieren es einfach mal. Ich speichere jetzt nicht. Wenn ich jetzt drauf gehen sollte, dann laden wir halt nochmal rein. Ist ja auch scheißegal. Ach, warum sind da so viele, Mensch? Wie soll ich das dann schaffen? Ich könnte mich verwandeln oder so. Müsste ja dann funktionieren, aber das bringt ja nichts. Ich will die Orks alle töten, früher oder später. Denn die Erfahrungspunkte lasse ich mir nicht nehmen. Komm, ich schaue nochmal nach, ob wir hier noch irgendeinen schicken Zauber oder so haben. Verwandlung Lurker. Probieren wir es mal. So. Jetzt laufen wir einfach mal als Lurker verkleidet hier durch die Reihen. Das sollte eine ganze Weile halten. Na Jungs, alles klar. Aber schaut euch das mal an, wie viele da stehen. Das ist unglaublich. Das ist richtig hammerhart hier. Wie soll ich denn das schaffen, bitte? So, jetzt gehen wir mal diesen Weg hier rein. Ich hoffe, dass wir richtig sind. Servus. Ich glaube, hier wird es jetzt wieder ein bisschen leerer mit den Orks. Beziehungsweise ich will jetzt nicht unbedingt hier wieder in das Sumpfgebiet kommen. Aber ich glaube, wir sind in der richtigen Richtung. Ich schaue gleich nochmal auf die Karte. Überall diese Orks. Es ist unglaublich, wie viele da sind. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, wie das gedacht ist. Ob man die jetzt schon töten soll oder erst später. Ich meine, noch zwei, drei Level und... Entschuldigung. Und es beginnt wahrscheinlich so langsam, aber sicher die Zeit. Wir können jetzt gar nicht auf die Karte schauen. Scheiße. Irgendwas habe ich gemacht. Ich wollte einfach nur auf die Karte schauen. Na super, jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. Was habe ich denn gerade gemacht hier? Oh oh. Da kommen sie schon angerannt. Ich muss mich jetzt zurückverwandeln. Ansonsten wäre es nicht gegangen. Ist natürlich sehr ärgerlich. Nein! Lass mich in Ruhe. Da hinten. Da, glaube ich, müssen wir hin. Die Frage ist nur... Nein, nein, nein. Jetzt bin ich hier abgelenkt worden. Scheiße. Lass mich schön in Ruhe, ihr Säcke. Ich glaube, das wird nichts. Diesmal wird es nichts. Nein, 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 nein. Und da unten sind sie auch am Kämpfen. Alter Schwede, hier geht's echt rund. Und damit hat's uns dahin gerafft. Okay, gut. Aber es ist echt schwer. Das ist echt schwer, wenn man da hier... Ich muss die wirklich Stück für Stück dezimieren, glaube ich. Nur wenn dann wirklich so eine ganz große Gruppe ist, wie eben gerade. Wie soll ich das bitte schaffen? Moment, ich muss mich mal gerade anders hinsetzen hier. So, und wir können uns überlegen, wie wir das schaffen. Ich nehme mal gerade einen Schluck Kaffee. Wieso komme ich auch auf die glorreiche Idee, auf die Karte zu schauen, während wir als Lurker verwandelt sind? Es war doch klar, dass das Spiel danach wieder hängt. Gothic hängt immer bei Windows 8. Also auch, wenn man auf die Karte schaut, verwandelt als Lurker. Gut,
Dann musste ich mich zurückverwandeln und das Ergebnis sehen wir jetzt. Okay, ich würde fast vorschlagen, diesmal gehen wir einen anderen Weg. Wir nehmen die Rune zum Pass und gehen von da aus nochmal durch das Sumpfgebiet. Also da hinten am Eis rum. Und dann versuchen wir da irgendwie hinzukommen. Ja, probieren wir es einfach. Jetzt muss ich nochmal auf die Nummer schauen. So, warte mal. Zum Kloster, zur Burg, zum Pass in Korinis, zum Pass im Minental. Nummer 5. Auf geht's. So, und damit sind wir erstmal wieder in Sicherheit, denn hier gibt es keine Gegner. Ja, ich weiß, ich ziehe mein Schwert. Ich wollte eigentlich nur den Zauber beenden. Das heißt, wir laufen hier wieder zurück. So. Ich laufe in den Pass da runter. Hallo? So. Und dann gehen wir praktisch denselben Weg nochmal, den wir gegangen sind zum Sumpfdrachen. Nur, dass wir da nicht beim Sumpf Halt machen, sondern weitergehen, sodass wir in den Süden hinkommen. Der würde uns doch, glaube ich, auch helfen hier. Das ist auch gut, ist gut. Zumindest habe ich jetzt in den Kommentaren gelesen, dass der uns hilft. Ich spreche ihn nochmal an. Wie wäre es, wenn du ab jetzt für mich arbeitest? Warum nicht? Was zahlst du? Ich zahle erstmal 100 Goldmünzen. Du kriegst die Hälfte der Beute. Du kannst froh sein, wenn ich dich leben lasse. Du kriegst die Hälfte der Beute. Der will bestimmt Kohle haben. Ich probier's mal mit der Hälfte der Beute. Du bekommst die Hälfte der Beute. Das hört sich gut an. Aber ich warne dich. Verarsch mich nicht, sonst wirst du es bereuen. Und noch was. Ich will keine Waffe oder anderen Krempel, den du hier aufsammelst. Mich interessiert nur das Gold. Kapiert? Ja, ja. Na, dann komm mal mit, Junge. Kannst mir mal helfen, gegen die Ork-Legionen zu bestehen. Ich glaube, der liegt schneller im Dreck, als er bis 3 zählen kann. Da ist er. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich den lebend zum nächsten Drachen bringen kann. Denn der greift doch wieder jeden an, den er sieht. Und dann kämpft er wieder gegen 5 Orks und dann alles scheiße. Wir können es ja gleich mal testen. Indem wir hier so eine Ork-Gruppe angreifen. Immerhin wird er mir wahrscheinlich helfen, die abzulenken. Ich kann dann schön von hinten auf die Orks draufballern. Aber ansonsten, glaube ich, ist da keine große Hilfe. Ich kann mir das vorstellen, halt, dass der relativ schnell sterben wird. Aber gut, ist halt so. So, wir gehen mal da weiter. Und dann müssten wir gleich wieder rüber auf die andere Seite des Sees rüberkommen. Müsste irgendwo so eine Art Brücke sein. Genau. Genau. So, wenn wir jetzt hier gerade ausrennen, kommen wir wieder direkt auf Orks. Das ist ziemlich schwierig. Das heißt, wir gehen jetzt wieder außen rum. Biff, bist du da? Ja. Er hat es geschafft, über die Brücke zu kommen. So, an dieser Stelle werde ich nochmal speichern. Da vorne sind nämlich ein paar Orks. Ich werde jetzt gleich testen, wie gut der Biff kämpfen kann. Aber ich werde jetzt erst nochmal speichern. So, 8, 9. Sehr schön. Das Ganze machen wir in der nächsten Folge. Und dann, wenn der gegen die Orks gut kämpfen kann, können wir ja mitten durchmarschieren, was ich nicht glaube. Ansonsten gehen wir hier halt wieder außen rum, bis wir dann irgendwann im Süden der Burg sind und den nächsten Drachen suchen können. Also, macht's gut, bis dann.